Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch mal, wie ihr als Poolbesitzer, auch wenn ihr einen Poolroboter habt, hier, wie beispielsweise in diesem Beispiel hier, in der Ecke den Schmutz mit einem Poolsauger ganz einfach entfernen könnt. Viel Spaß! Und zwar habe ich dafür von der Firma Pool Wonder den Pool Cleaner V2 bestellt. Das ist im Endeffekt ein akkubetriebener Poolreiniger, der euch zusätzlich zu eurem Poolroboter oder auch wenn ihr kleinere Pools habt, eben helfen kann, den Schmutz am Boden ganz einfach oder relativ einfach einzusaugen und diesen dann eben aus dem Pool zu entfernen. Der Poolsauger selbst kostet aktuell bei Amazon um die 100 Euro. Schaut da unten gerne in der Videobeschreibung mal vorbei. Da habe ich euch den Poolsauger natürlich auch verlinkt. Der Poolsauger ist mit insgesamt 518 Gramm eigentlich ein sehr, sehr leichter Poolsauger. Ihr habt hier eine 2 Meter lange Teleskopstange dabei, die ihr quasi mit Gewinden noch zusammenschrauben müsst oder könnt. Die sollte eigentlich für die meisten Pools reichen. Die Saugdauer oder die Reinigungsdauer beträgt ca. eine Stunde. Und der Poolsauger hat einen Durchmesser des Reinigungskopfes von 13,5 cm. Das ist natürlich nicht viel. Macht jetzt auch bei dem großen Pool keinen Sinn, damit wirklich den ganzen Pool sauber zu bekommen. Aber wenn ihr jetzt, wie ich gerade im Beispiel am Anfang gezeigt habe, die Ecken beispielsweise reinigen möchtet, dafür ist so ein Gerät eben gedacht. Oder bei kleinen Pools beispielsweise oder bei Whirlpools, die ja viele auch außen im Außenbereich haben, ist der völlig ausreichend. Wie gesagt, das Starterkit ist eben mit einer 2 Meter und 5 cm langen Segmentstange noch versehen. Und die minimale Wasserhöhe, die euer Becken oder Außenbereichbecken haben muss, ist 17 cm. Das ist vielleicht noch interessant zu wissen, da wahrscheinlich der Reinigungskopf vom Aufbau her schon über diese 17 cm ist. Und daher sollte das Wasser auch 17 cm, die Wasserhöhe 17 cm übersteigen. In der Box haben wir jetzt Folgendes. Und zwar, wir haben einmal den Poolsauger selbst. Hier unten seht ihr einmal, hat er ein... so eine kleine Turbine, so eine kleine Antriebsschaufel, die dann quasi durch Antrieb den Schmutz ansaugt. Hier habt ihr nochmal Bürsten ringsherum, die euch auch erlauben, den Schmutz, wenn er etwas fester am Boden verklebt ist, sage ich jetzt mal, eben anzulösen, damit dieser dann eben hier über diese Schraube eingesaugt wird. Dann habt ihr hier einmal die Halterung für den Teleskopstab. Und hier nochmal den Ausgang für den Filter, das zeige ich euch gleich. So, dann haben wir den 0,1 mm Feinfilter. Hier seht ihr nochmal, verwenden Sie die Filtersocke oder den roten Filter mit 0,2 mm. Noch ein kleiner Hinweis, dass sich das Poolwasser während der Saison Chemie und Witterung verändern kann und deswegen auch alle Filtertypen erforderlich sind. Ich glaube, beim Vorgängermodell gab es diese Filtersocken nicht mit dazu. Da haben einige in den Amazon-Bewertungen eben geschrieben, dass sie sich selbst mit Socken oder Strumpfhosen ausgeholfen haben. Aber der Hersteller hat jetzt hier anscheinend prompt reagiert und Filter beigelegt. Ja, dann haben wir hier noch Sticker. Nochmal einen kleinen Dank für die Bestellung. Ihr habt hier natürlich auch eine Gebrauchsanweisung bebildert und in deutscher Sprache, damit ihr auch im Endeffekt alles ordentlich sehen könnt und zusammenbauen könnt, wie es funktioniert. Dann haben wir hier nochmal zwei Filtersäcke in Fein. Das sind eben diese 0,1 mm Filtersäcke. Dann haben wir hier einmal ein Netzteil, also das Ladegerät praktisch, um den Poolsauger auch wieder aufzuladen. Und hier unten haben wir nochmal die Stangen, die dann eben zusammen eine Länge von 2 Meter und 5 cm ergeben. Und wir haben hier nochmal den Anschluss für den Poolsauger, damit man ihn auch laden kann. Das war dann im Endeffekt alles, was hier im System dabei ist. Wir bauen den Filter jetzt mal zusammen, beziehungsweise den Poolreiniger mal zusammen. So, bei der Teleskopstange könnt ihr im Endeffekt nicht viel falsch machen. Ihr habt hier einmal einen Anfang und ein Ende und alle Rohre dazwischen werden jetzt ganz einfach, wie man hier sehen kann, ich habe es jetzt schon mal zusammengeschraubt, verbunden über eben dieses Gewinde. So, und jetzt im nächsten Schritt nehmen wir einmal den Poolsauger und eben diesen Filtersack
der im Lieferumfang dabei ist, und machen den jetzt einmal hier rum. Sieht dann so aus. Und jetzt könnt ihr hier unten das Ganze einmal festziehen mit diesem Festzieher, mit dieser Kordel. Schauen, dass alles schön in dieser Ritze sitzt. Dann nochmal ein bisschen anziehen. Und schon ist der Poolsauger im Endeffekt jetzt einsatzbereit. Hier oben in dem Kunststoff habt ihr noch eine LED drin, die leuchtet rot, wenn der Poolsauger lädt. Und sobald der Akku voll ist, wird das Ganze grün und ihr seid im Endeffekt einsatzbereit. Aufgeladen wird der Poolsauger, wie gesagt, hier mit diesem Adapter. Der wird hier unten einmal angesteckt, so rum natürlich, hier eingesteckt. Und dann wird dieses Kabel hier einfach mit dem Netzstecker verbunden. So, den Poolsauger habe ich jetzt einfach hier noch mit dem Teleskopstab verbunden. Dazu einfach diese zwei Kunststoffnasen hier eindrücken und schon kann man den Poolsauger entweder entfernen oder hier drauf drücken und wieder hier einhängen. Jetzt ist es ganz praktisch, wenn der Poolsauger jetzt in Kontakt mit Wasser kommt, dann fängt er automatisch an zu saugen. Das heißt, ihr habt hier keinen An- oder Ausschalter und sobald ihr ihn wieder aus dem Wasser nehmt, wird er auch aufhören zu arbeiten und zu saugen. Das noch vielleicht so als kleine Randnotiz. So, der Schmutz hier unten in der Ecke, ich hoffe, man erkennt es auf der Kamera, den werde ich jetzt eben mal hier probieren, mit dem Sauger einmal aufzusaugen. So, und jetzt schaut mal. Wie schön sauber hier unten die Ecke geworden ist. Ich hatte jetzt nur ein Problem mit einem etwas größeren Stein, der aufgrund seiner wirklichen Größe, das ist jetzt so ein Kieselstein gewesen, der hier reingefallen ist, nicht aufgesaugt werden konnte. Aber der ganze feine Dreck ist tatsächlich weg. Sagen wir mal. Hier noch in den Fangsack rein. Guckt mal. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera erkennen, wie viel Schmutz hier jetzt aufgefangen wurde. Perfekt, würde ich sagen. Also, der Poolsauger funktioniert einwandfrei und macht hier auch so ganz feinen Schmutz weg. Das ist hier nämlich so ein Einkehrsand noch von den Fliesen, die hier außenrum gelegt worden sind. Also sehr feiner Sand und der wurde ohne Probleme hier aufgesaugt. Und was ich vielleicht noch anmerken würde, diese Teleskopstange, die hier dran ist mit den 2 Metern, ist jetzt bei diesem Pool hier etwas klein. Es gibt aber dazu ein Erweiterungsset, dass man die Poolstange noch verlängern kann, oder ihr holt euch eine universelle Teleskopstange, die vielleicht auch etwas massiver ist und habt dann einfach mehr Möglichkeiten, in so großen Pools auch überall hinzukommen. So viel vielleicht noch dazu. Ich habe euch jetzt hier nochmal eine deutlich längere und massivere Teleskopstange angebracht. Die ist auch von Amazon, die verlinke ich euch auch unten mal in der Videobeschreibung. Da würde ich euch empfehlen, die paar Euro noch auszugeben, um wirklich an jede Ecke des Pools ohne Probleme hinzukommen. Und die ist auch deutlich stabiler wie die mitgelieferte, die mit ihren 2 Metern aber zumindest für den Anfang schon mal ausreichend ist. So, jetzt hier noch mein kurzes Fazit hier eben zum V2 Poolsauger von Poolwonder. Ihr seht es ja, ich bin jetzt hier mal die Ränder durchgegangen. Das Teil hat richtig Power, saugt auch feinsten Dreck hier, vor allem aus den Ecken des Pools ab, wo vielleicht der Poolroboter nicht hinkommt. Oder wenn ihr einen Whirlpool habt, könnt ihr damit auch wunderbar den ganzen Pool sauber machen. Diese Schraube hier fängt sofort an zu arbeiten, wenn ihr das Ganze ins Wasser taucht. Und die Kraft ist wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe euch das Teil unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei und würde mich freuen, wenn ihr über den Link bestellt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus.